dass der Kranz zum Gedenken an die ermordeten Freiheitskämpfer in Afrika und Asien. So haben wir also früher unsere Demonstrationen gemacht. Hier auch im Park? Ja, ja, wir sind vom Stadthaus losgegangen. Einmal da drüben. Durch Bad Lauterberg durch die Hauptstraße. Ja. Es war wie ein Schützenumzug, hat die Polizei später gesagt. Ja. Die meisten Leute haben das nur mehr oder weniger feindselig beobachtet. Und dann wollten wir, als wir herumgegangen sind, an der Wismannstraße die Straße umbenennen in Jakob-Morenger-Straße. Ja. Und das ist dann aber nichts geworden, weil ein paar sehr renitente Bad Lauterberger das verhindern wollten. Und dann sind wir jedenfalls hier hin und dann durften wir nicht auf den Park eigentlich. Davon? Die Polizei hatte da vorne, wo das Gitter ist, weiße Zaun ist, hat gesagt, wir dürfen da nicht drauf. Dann haben sie uns nur, haben wir juristisch durchgesetzt, durfte nur jeder einzeln durch das Tor gehen. Das war nochmal so eine letzte kleine Schikane. Am Anfang, wo ich bin ja hier geboren, ging man durch den Kurpark und gehörte das einfach sozusagen mit zur Landschaft sozusagen. Da hat man sich nicht viele Gedanken darüber gemacht, wie wahrscheinlich die meisten Leute, die hier lang gehen. Diese Auseinandersetzung mit inhaltlicher Natur, die ist ja erst etwas später entstanden. Wir sind hier im Stadtpark von Bad Lauterberg in direkter Nähe zu der großen Statue von Hermann von Wismann. Bad Lauterberg, ein kleines, ein bisschen verschlafenes Städtchen im Harz, früher wichtig im Bergbau gewesen, mittlerweile nur noch als Touristenort bekannt. Und Hermann von Wismann hier und seine Statue sind da ein wichtiges Attraktion in diesem Ort. Hermann von Wismann, der große Afrikaner, so heißt auch das Buch, das er geschrieben, das über ihn geschrieben worden ist. Und so hat er sich selber stilisiert. Er ist ja auch eine wirklich sehr große, 7 Meter hohe Statue hier. Das ist schon eine beeindruckende Substanz hier, die einfach immer wieder an sein Werk erinnert. Als ich das Bild betrachtet habe, fand ich eine interessante Mischung aus 2 kolonialen Figuren, des Forschers und des Eroberers sozusagen. Ja? Das wird hier zusammengebracht. Also jemand mit Tropenhelm und Säbel, der gleichzeitig eine Karte übers Knie gelegt hat. Und das ist so typisch für Wismann, glaube ich, diese Doppelfigur, der als Forscher angefangen hat, also 2-mal Afrika durchquert hat, meines Wissens, und dann eben vom Deutschen Kaiserreich als Kommissar für Ostafrika praktisch kontraktiert wurde. Und in der Funktion hat er eben dann eine Söldnerarmee aufgebaut mit hauptsächlich afrikanischen Söldnern. Und die hat er sozusagen dann in Ostafrika eingesetzt, um dort den Widerstand gegen die koloniale Eroberung durch eine deutsche Kolonialgesellschaft sozusagen zu brechen. Also in der Zeit, wo es errichtet worden ist, hat das Bürgertum Geld gesammelt, hat das dahingestellt und da war es einfach eine vaterländische Aufgabe und Pflicht und was weiß ich, wie man das so bezeichnet. Jedenfalls, da gab es da keine, wüsste ich jetzt nicht, dass es da große Widerstände gegeben hätte. Da war man stolz auf diese, man war ja Kaiserzeit, war ja 1908, wo das aufgestellt worden ist. Es war auch so, dass hier Vereine und Einzelpersonen, alle haben Geld gestiftet. Wir haben in den Archiven genau die Liste der Spender gefunden, die hier alle mitgespendet haben aus dem ganzen Harz, haben viele Leute für ihn gespendet. Das war so eine große Bewegung sozusagen. Und als dieses Denkmal hier aufgerichtet wurde und eingeweiht wurde, waren das jeweils große Volksfeste, die sich in der späteren Zeit dann immer wieder wiederholt haben, wenn nämlich die Schutztruppler, also die militärischen Einheiten, die damals die Kolonialeroberung durchgeführt haben, die trafen sich hier und machten dieses zu einem Ort des Gedenkens. Bis vor kurzem, bis vor wenigen Jahren traf sich diese Bewegung, eine alte Kolonialbewegung, sehr eng verzahnt, auch mit rechtsradikalen Kreisen. Und die Stadtbevölkerung hat das, glaube ich, hingenommen und heutzutage im 20. Jahrhundert wenig Interesse dran gehabt. Der Wismann steht hier im Park. Hermann von Wismann ist in die Geschichte eingegangen, also wird in der Geschichte betrachtet, immer noch als Afrikaforscher. Er ist ein Mensch, der tatsächlich am Anfang seiner Karriere ist, wollte er Militär werden. Er hat dann im Auftrag des belgischen Königs Afrika durchquert und ist dann 1888, als es einen Aufstand gab, in der damals von der deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft in Anspruch genommenen Gebieten an der ostafrikanischen Küste, das Militär, deutsches Militär eingesetzt werden sollte, ist er also von Reichskanzler Bismarck beauftragt worden, diesen Aufstand niederzuschlagen.
Und nach diesem Aufstand wurde dann dieses Gebiet zur deutschen Kronkolonie und dann wurde er auch einer der ersten Gouverneure. Mich hat diese Formulierung der große Afrikaner gestört, ehrlich gesagt. Ich habe mich gefragt, was war an Hermann von Wismann eigentlich groß? Ich habe alle möglichen Aspekte untersucht. Wir haben einerseits erstmal geguckt, was ist eigentlich seine Forschungstätigkeit gewesen. Er hat sich selber eigentlich immer eher als Afrika-Forscher betrachtet. Und ich habe nichts gefunden, ehrlich gesagt. Es gibt keine einzige Publikation, die auch nur den minimalen wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Also ein Forscher ist er tatsächlich nicht gewesen. Hermann von Wismann war ein ganz begnadeter Publizist, weil er ein bestimmtes Bedürfnis der damaligen Zeit, also Ende des 19. Jahrhunderts, befriedigt hat. Ich vergleiche ihn immer wie Karl May, der auch dieses ähnliche Bedürfnis geliefert hat, in die deutschen Stuben sozusagen, die Exotik von Afrika und das Erlebnis eines Deutschen in dieser exotischen Welt. Das ist seine eigentlich wichtige Rolle und deshalb wurde er zu seiner Zeit gefeiert. Er war ein richtiger Popstar seiner Zeit. Bismarck war am Anfang nicht einer der Kolonien wollte. Das war, wie gesagt, eine Privatinitiative. Aber dann gab es halt diesen Aufstand und dann hat man gesagt, 2 Millionen Mark werden wir also dafür zur Verfügung stellen. Ein Militär soll da so eine Truppe aufbauen. Die Wahl fiel dann von Bismarck auf Wismann, weil der eben durch seine Forschungsreisen hat ein paar Bücher gemacht, war bekannt und er sagte, das ist der Mann, der das machen konnte. Und diese 2 Millionen Reichsmark mussten vom Reichstag bewilligt werden und wurden nur bewilligt, weil man gesagt hat, es geht gegen den Sklavenhandel. Die Sklaverei ist ja untrennbar mit dem Kolonialismus verbunden und Hermann von Wismann hat immer für sich behauptet, er wäre gegen die Sklaverei, sein Kampf in Afrika wäre ein Kampf gegen die Sklaverei. Tatsächlich hat er mit Sklavenhändlern gemeinsame Sache gemacht. Also diese Doppelmoral sozusagen, einerseits Sklaverei bekämpfen zu wollen und sie andererseits als Vorwand für koloniale Expansion zu benutzen, das ist eine Doppelmoral, die finden wir auch heute noch an vielen Stellen. Im Übrigen möchte ich noch mal ganz klar sagen, es gab immer Leute, die sich ganz klar gegen den Kolonialismus ausgesprochen haben. Die Sozialdemokratische Partei erkämpfte ja noch gerade sozusagen das Menschenrecht für die Arbeiter und Arbeiterinnen. Und die Sozialdemokratische Partei, August Bebel und so weiter, waren konsequent immer gegen jede Art von Kolonialismus, haben das abgelehnt. Diese unkritische Verehrung und Verherrlichung von kolonialen Figuren, die eigentlich die heutige Zeit der Ausbeutung der Dritten Welt immer noch vorbereitet haben mit ihren Aktivitäten, die wirkt bis heute nach. Er hat im Auftrage des Deutschen Reiches und mit Finanzierung des Deutschen Reiches gearbeitet und war sozusagen dafür wichtig, die militärische Kontrolle über einen Teil der Kolonie in Ostafrika wieder zu erlangen. Das hat er tatsächlich gemacht und das führte zu seinem militärischen Ruhm im Deutschen Reich. Seine militärischen Aktionen waren nicht besonders dramatisch oder besonders genial, sie waren besonders brutal und haben dazu geführt, dass eben Tausende von Menschen bei diesen Dingen umgekommen sind. Er war damit sozusagen voll im kolonialen Widerspruch, der einfach darin bestand, dass die Rhetorik immer sagte, wir müssen den Afrikanern die westliche Zivilisation und Kultur bringen. Und was haben sie gemacht? Sie haben sie eigentlich umgebracht. Wir hatten damals den antifaschistischen Arbeitskreis Bad Lauterberg gegründet. Oder wir haben es nur Lauterberg genannt, weil Bad zu bürgerlich war. Diesen Arbeitskreis gegründet und haben uns also mit den Nazis vor Ort konfrontiert. Und das größte Treffen, was im Herbst war, war halt dieses Kolonialtruppentreffen. Und die sind ja aufgetreten mit der Petersfahne, also schwarz-weiß-rot. Also das war so ein Sumpf sozusagen, so ein Konglomerat, was also von rechtsradikal bis konservative Kreise und was eben auch selbst bei SPD also ohne Probleme anschlussfähig gewesen ist. Weil die sind dann hierher gekommen, haben im Kurhaus dann irgendwelche Versammlungen gemacht. Damals gab es noch ein paar von diesen alten Kameraden, die noch lebten, die dann auch hier mit ordensgeschmückter Brust antraten, also auch mit Hakenkreuzorden noch drauf, das Hakenkreuz nach vorne zu sehen. Und dann haben wir gesagt, wir müssen was dagegen unternehmen. Haben eine Menge Staub aufgewirbelt, aber das war so ein bisschen David gegen Goliath, aber das war schon okay. Deutsche Kolonialisten sind Mörder und Faschisten! Ja, wenn man sagt, heute Hass und Hetze im Netz, dann muss man sagen, also die damaligen Lokalzeitungen und was einem da so um die Ohren gehauen worden ist, waren nicht weit hinterher. Also wir haben die Demo, die sollte verboten werden, also das musste juristisch durchgesetzt werden, dass wir dann hier in den Kurpark konnten. Das wurde dann erst auf letzten Drücker
durchexerziert. Das war auf alle Fälle übelst. Und ich habe das auch die Jahre später, wo wir hier Politik gemacht haben, war immer so. Also das hat sich nie wirklich geändert. Wir leben in einer anderen Zeit. Und das heißt, man sieht jetzt, dass man diese Geschichte neu interpretiert. Also zeitgenössisch bürgerlich interpretiert. Und das ist der Prozess, der gerade läuft. Und da gibt es jetzt auch wieder einige Leute, die sich engagieren gegen den Wismar und so weiter. Und es war ja sehr einfach, in Anführungszeichen, dass hier gleich zwei Tafeln verschwunden sind, die da lange Zeit rumgestanden haben. Und diese Tafel, die da jetzt steht, ist eigentlich Ausdruck davon, dass man da einen anderen Umgang mit sucht, aber nicht so richtig findet. Weil eigentlich müsste der eigentlich abgebaut werden. Aber das will man dann doch nicht, lieber nicht. Naja, in der Pose sozusagen, in dem Spruch, ich mache mir einen Weg oder wenn es keinen gibt, dann mache ich mir einen. Das sind sozusagen die alten kolonialen Attitüden. Ich finde dieses Denkmal bemerkenswert in seiner Bildsprache, in der Dominanz, in der militärischen Gestus und so weiter. Deshalb bin ich unbedingt dafür, dass dieses Denkmal hier stehen bleiben soll. Aber dass es sozusagen in den historischen Kontext gut eingebettet wird, dass es Erläuterungen sind, die wesentlich über das hinausgehen, was zurzeit hier steht. Das ist ein erster guter Ansatz, aber wir meinen, das müsste sozusagen noch kritischer und intensiver aufgearbeitet werden, als es bisher der Fall ist. Aber Hermann von Wismann ist eine wichtige Figur der Zeitgeschichte und dieses Denkmal erinnert an ihn. Das finde ich wichtig, dass wir diese Orte haben, an denen wir solche Geschichten wie heute erzählen können. Naja, das ist, ist ein weites Feld, weil eigentlich entweder reißt man ihn ab oder muss es irgendwie in einen anderen Zusammenhang stellen. Dazu müsste man jetzt aber hier eine lebendige Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus, mit der eigenen Vergangenheit betreiben, was ja eigentlich auch Ziel oder gut wäre. Ja? Aber das ist mit so einem Schild da nicht getan. Da müsste irgendwie mehr erfolgen. Und da gibt es eine ganze Reihe Ideen, wie man das machen könnte. Ja? Müsste also auch hier praktisch dann irgendwie Events oder was weiß ich veranstalten, dass die Leute sich damit auch auseinandersetzen und dann wirklich in die Tiefe gehen und das also auch nochmal aus den verschiedenen Perspektiven betrachten. Also was in dieser Zeit ist, wäre schon interessant, das so zu machen. Aber da sehe ich jetzt keine Ambitionen in der Richtung. Ich sehe nur, dass dieser Denkmal da steht, dass so ein komisches Schild da steht und das wird es wahrscheinlich dann erstmal gewesen sein. Also die Tafel wurde schon als Reaktion auf den öffentlichen Widerstand, die öffentliche Kritik hier zu den alten Darstellungen, die noch wesentlich imperialer und kolonialer waren, aufgestellt. Ein wichtiger erster Zwischenschritt, den wir einfach durch politischen und öffentlichen Druck auch erreicht haben. Die Tafel hat ein paar Schwächen. Sie müsste sozusagen dringend überarbeitet werden. Aber sie liefert schon mal einen guten Einstieg in die historische Aufarbeitung der Rolle von Hermann von Wismann. Wir sind natürlich auch sehr daran interessiert, dass die Wismannstraße tatsächlich umbenannt wird. Denn da gibt es bei einer Straßenbenennung keine Möglichkeit, eine wirkliche kritische Aufarbeitung zu machen. Ein kleiner Beitrag, der hier dranhängt an einigen Straßenschildern, tut dem einfach nicht genügend Rechnung. Im Deutschen Reichstag, bevor er nach Ostafrika fährt, sagt er, wir müssen einen Rassenkampf führen. Das ist ein Ausdruck, den Wismann explizit gebraucht. Als einer der ersten, 1888, der sagt, was wir vorhaben, ist ein Rassenkampf. Vor allen Dingen gegen die arabischstämmige Küstenbevölkerung. Arabischstämmig ist auch so eine schwierige Einordnung in Ostafrika. Aber bei Wismann ist sozusagen der Übergang vom Forscher zum Eroberer sozusagen gegeben. Und man sieht, dass an dem Punkt schon klar sozusagen eine rassistische Einteilung stattfindet und eine, sagen wir, rassistisch motivierte Gewalt geplant wird und ausgeübt wird. Und klar, es war gedacht als Erholungsort für deutsche Kolonialbegeisterte, ja, ein Sales-Pitch sozusagen, ja, kommt nach Bad Lauterberg, wir nehmen eure Begeisterung auf für die Kolonien, hier könnt ihr euch gut erholen und danach geht ihr wieder nach Hause, arbeitet, schafft für Deutschland, damit es größer, reicher wird. Wer kann sich da gut erholen? In Deutschland, in einem diversen Deutschland, gibt es immer mehr Leute, denen klar ist, wofür Wismann steht, die das auch mit, sagen wir, vielleicht eigener Vergangenheit verbinden, wenn sie sozusagen aus Gesellschaften kommen, die ehemals
kolonisiert waren. Es ist weiterhin wichtig, dass Kolonialismus und Sklaverei in der Schule behandelt werden, in den Medien behandelt werden. Es sind die Voraussetzungen für die Weltordnung, wie wir sie heute vorfinden, wie sie heute noch ungleich und ungerecht organisiert ist. Die Welt, wie sie heute ist, ist nicht einfach so geworden, sondern sie ist von solchen Leuten wie Hermann von Wissmann dazu gemacht worden. Was soll man dazu sagen? Man hat ja ein Denkmal für ein Verbrechen aufgestellt und es steht ja nach wie vor rum. Und ob jetzt Wissmann im Einzelnen vielleicht gar nicht der allerschlimmste Metzler war, ist doch völlig egal.